der öffentliche Dienst. Lehrer, Polizisten, Feuerwehrleute und viele weitere Angestellte, die das Land am Laufen halten, gingen am Mittwoch in Schwerin auf die Straße. Mehr als 8000 Angestellte nahmen am Warnstreik teil. Ich vertrete die Gewerkschaft der Polizei. Ich bin hier, weil ich also eine Wertschätzung meiner Kollegen hier erfahren möchte. Darum demonstrieren wir für 5,5%, mindestens 175 Euro. Gerade, ich sag mal, die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der letzten Wochen und Monate erfordern unseren Kollegen das Mindestmaß also an Arbeitsaufwand. Das ist ein steigender Aufwand, der jetzt hier geschehen ist. Und von daher sage ich, es ist mehr als gerechtfertigt, hier voll in Schwerin heute dafür zu demonstrieren, dass es eine gelungene Tarifrunde wird. Ja, ungerecht finde ich, dass wir immer noch 27 Stunden zum Beispiel arbeiten müssen, dass sie an unsere Rentenkassen wieder ran wollen. Und dafür streiken wir heute. Wir sind von den Straßenwerten her. Wir streiken für ein bisschen mehr Geld, 5,5% oder 175 Mindestanhebung. Ja, weil wir der Meinung sind, wir haben das verdient. Also wir opfern unser Leben auf der Straße. Es sind dieses Jahr wieder Tote gewesen oder letztes Jahr. Viele Schwerverletzte. Und dafür streiken wir. So wie die Lehrer, wie alle anderen. Mit dem Streik sollten die aktuellen Tarifverhandlungen unterstützt werden. Gegenüber der Privatwirtschaft gäbe es einen Einkommensrückstand von durchschnittlich 3%. Die Antwort der Tarifgemeinschaft der Länder, kurz TDL, war in der ersten Verhandlungsrunde ernüchternd. Lohnerhöhungen gäbe es nur dann, wenn die Beschäftigten auf Rentenansprüche verzichten. Wenn man auf Forderungen, die gestellt werden und begründet werden, mit nichts anderem antwortet als mit einem Angriff auf das Leistungsrecht unserer Betriebsrenten, dann ist das schon eine ziemliche Provokation. Auch in weiteren Bundesländern fanden am Mittwoch Kundgebungen statt. Bundesweit zählt der öffentliche Dienst rund 800.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaften stellen sich auf einen längeren Arbeitskampf ein. Wir erwarten, dass die Arbeitgeber endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen und dass sie das aufnehmen, was wir in diesen Streiks erleben, eine sehr kämpferische Stimmung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Und wenn es immer noch kein Angebot gibt, dann legen wir mit weiteren Streiks nach. Allein 9.200 nicht verbeamtete Pädagogen von 600 Schulen sind in MV von der Lohnungleichbehandlung betroffen. Die nächste Verhandlungsrunde mit der TDL folgt am 16. März.